Hallo, liebe Kinder. Ich bin der Riese Riesiglang. Und heute möchte ich euch die Geschichte erzählen, wie ich ein glücklicher Riese wurde. Geholfen hat mir dabei ein kleiner Junge. Obwohl der es auch nicht immer leicht hatte. Johann! Ja? Nicht auf den kalten Boden spielen. Ja, genau. Der kleine Johann hatte nämlich die Sorte Mutter, die immer zu allem ihre ganz genauen Vorstellungen hatte. Zum Beispiel in puncto Ernährung. Man muss es nur richtig zerkleinern, dann wird es am besten verdaut. Denn der Magen hat keine Zähne, da ist es wichtig, dass man gut kaut. Ein Kind braucht Vitamine A, B, C und 11,5 Stunden Schlaf. Intensives Bewegungstraining und nicht zu vergessen der Eisenbedarf. Das Leben ist ein Vitaminkomplex, die Kunst der perfekten Balance. Ein Kampf gegen Chaos und Allergie gibt den Erregern keine Chance. Normalerweise essen wir drinnen und von desinfiziertem Geschirr. Da gibt's keine Würmer und Zecken und Spinnen, auch sonst kein ekliges Tier. Doch einmal im Jahr ist Picknicktag und da packen wir alles ein. Und dann ziehen wir raus in unseren Vorgarten und machen ein Picknick im Freien. So, jetzt picknicken wir. Ja. Johanns Mutter nahm alles sehr genau. Doch wenn ihr jetzt glaubt, sie war der ordentlichste Bewohner im Dorf, dann habt ihr euch geirrt. Denn seit der Bürgermeister das neue Ordnungsamt eingerichtet hatte, wehte ein, nun ja, ordentlicherer Wind durch die kleinen Straßen. Wir machen gerade einen kleinen Spaziergang. Eine Routine. Sagt Ihnen das Thema Ordnung was? Ja, natürlich. Stichwort Sauberkeit, Paragraph 32, 35, 300, Absatz 3. Ja, wir wollen ja nicht pingelig sein, aber uns ist da eine Kleinigkeit aufgefallen. Nein? Also machen Sie sich nicht verrückt, wir haben noch ganz andere Kandidaten. Thema Nachtruhe. Kennen Sie die? Die Eule. Gesehen haben Sie sie vielleicht noch nicht, aber ihr hört sicherlich. Ich sag Sie mal, wie es ist. Es hat sich ausgeäult, nicht? Ja, also ab sofort absolutes Waldverbot für die Eule. Jung. Hier wegen dem Gras. Ach so, genau. Frau Klein, uns ist da noch eine Kleinigkeit aufgefallen im... Der Rasen. Johann, hol mal das Putzmittel. Schnell! Na, die waren vielleicht pingelig. Also ging Johann runter in die Waschküche, um das Putzzeug zu holen. Na sowas. Da saß die Eule im Keller, die Ordnungsbeamten aus dem Wald vertrieben hatten. Doch hier konnte sie unmöglich bleiben. Wenn seine Mutter sie hier fand, würde sie bestimmt die Ordnungsbeamten rufen. Und wer weiß, was die mit der Eule anstellen würden. Johann musste die Eule zurück in den Wald bringen. Doch das Ordnungsamt war nicht nur im Dorf unterwegs. Auch im Wald wimmelte es seit einiger Zeit nur so von Verbotsschildern. Alle Biber benötigen eine Baugenehmigung. Zugvögel müssen Reisedokumente vorlegen. Zugvögel brauchen doch keine Reisedokumente.
Blaueule? Ach, herrje, Elfriede von Tümplin, die einsame Süßwassernixe. Gott, sie warten, bis du schwarz wirst. Keiner kommt hier vorbei. Du bist hier gefangen, im See. Stinkt. Was für eine Heulboje. So sitzt sie nun schon seit Jahren am Waldsee und singt und heult und hofft, dass eines Tages ein Märchenprinz vorbeischwimmt. Also, ob das so etwas wird? Naja, wenn ich ganz ehrlich bin, war ich damals auch nicht gerade zum Scherzen aufgelegt. Ich bin der Riese, riesig lahm, ich bin so tritratraurig, weil ich so rira riesig bin und Freunde hab ich auch nicht. Ich bin doch so ein lieber Riese, behaarte Schale, weicher Kern, und trotzdem hab ich keine Freunde, keiner hat mich gern. O jemine, mine, wenn ich so an mir runtersehe, zu lang, zu breit, zu dick, zu schwer, nicht formschön wie ein Reh. O jemine, mine. Aber Riese, das ist doch gut, das ist doch gut, dass du so groß bist. Aber ich bin doch überhaupt nicht ordnungsgemäß für den Wald. Ich bin viel zu groß. Ich wär gern so groß. So groß, ja. Ich wär gern so klein wie du. Na, guck mal. Bin der Riese. Riesig lahm. Bin so froh, dass ich so riesig bin. Und so lange Arme. Und
ich bin der Stärkste im ganzen Wald. Oh. Du bist mein Freund. Komm, wir gehen. Komm, Eule. Endlich war ich nicht mehr alleine. Gemeinsam zogen wir weiter und ich zeigte meinen neuen Freunden die schönsten und die geheimsten Plätze im Wald. Mittlerweile war auch Johanns Mutter im Wald unterwegs. Sobald sie bemerkt hatte, dass ihr Sohn verschwunden war, hatte sie im ganzen Dorf und schließlich auch im Wald nach ihm gesucht. Bis sie sich selbst verlaufen hatte. Siehst du das? Was haben wir denn hier? Das geht so aber nicht, kommt sofort aufs Papier. Was ist das denn da? Klaus, miss das mal aus. Geht klar, wird gemacht. Ah ja, habe ich mir doch gleich gedacht. 3,08 Meter. Entschieden zu lang. Hermann, mach da mal ein Schild dran. Jawohl. Hier wächst ja alles kreuz und quer. Man findet fast den Weg nicht mehr. Alles struppig. Alles wild. Und hier der Flamingo. Passt rein farblich nicht ins Bild. Hermann, Schild. Jawohl. Aha, schon wieder so ein langer Ast. Man muss sich hier die ganze Zeit ducken. Und hier unten liegen lauter Eicheln rum. Kann sich ja ein Kind dran verschlucken. Der Ast gehört im Knast. Und überhaupt die Blätter hier. Sind ja nicht dünner, 4. Oh Mann, Hermann, nicht quatschen, Schild. Zu schmal, zu breit, nicht zugelassen. Zu kurz, zu lang, nicht angemessen. Nicht erlaubt, nicht korrekt, nicht genehmigt, das muss weg. Zu krumm, zu schief, zu dreckig. Zu rund, zu spitz, zu eckig. Zu dick, zu dünn, zu bunt, zu klein. Zu glatt, zu nass, zu grob, zu fein. Ordnung muss sein. Schild? Was das denn? Klaus, ausmessen. Geht klar. Zentrale, großes unbekanntes Objekt im Wald gefunden. Aber bis jetzt alles friedlich. Und Klaus, wie sieht's aus? Ja, Breite 1,50 und die Höhe ist 3. Das ist schwierig. Das ist schon wirklich verdammt groß. Das ist riesig. Das ist ein Riese. Zentrale, unbekanntes Objekt ist ein Riese. Moment. Was? Buh. Hermann, guck ins Buch. R wie Riese. Und Klaus, wenn ich bis 3 gezählt habe, möchte ich genaue Größe wissen. Entschuldigung, können Sie sprechen? Sie sind mir ein bisschen zu schwer, wie es scheint. Sie machen ja alles kaputt, das geht nicht. Sie haben ja nichts zu suchen. Räuberleiter. Stopp, halten. Mann, du halt doch still. Hermann, was fuchtest du denn da rum? 3,50, Mann, Hermann, halt doch mal ein bisschen Stille. Verdammt, verdammt. Zentrale. Riese widersetzt sich der Vermessung. Bitte wird angewiesen, bis zur Mitternacht zu schrumpfen. Sag mal, schrumpfen. Und wer bist du bitte schön, hä? Jetzt pass mal auf, du bist zu klein und zu schmutzig. Klaus, notieren. Jawohl.
Ich hab da gerade was gehört. So klein, wie sehen Sie denn aus? Johann! Oh Johann, ich hab dich so lange gesucht. Wo warst du denn? Ich hab eine Eule im Keller gefunden und dann bin ich in den Wald gegangen. Oh. Und da habe ich die Meerjungfrau getroffen, dann sind die Verordnungsamt gekommen. Meerjungfrau? Im Wald? So, jetzt klappen Sie Ihr Märchenbuch mal wieder zu. Und wir klappen unser Ordnungsbuch auf. Dachte, Sie kennen sich mit dem Thema Ordnung aus. Doch wie Sie hier rumlaufen, so verdreckt und klebrig, triefen, stinken. Und überhaupt, was fällt Ihnen eigentlich ein, hier so quer durch den Wald zu laufen? Du dreckiger Dreikäsehoch. Ich werde dafür sorgen, dass du nie wieder den Wald betreten darfst. Lassen jetzt meinen Sohn gefälligst in Ruhe. Frau Klein, wir sind ja fertig mit Ihnen. Sie sind so verschlampt wie der See. Deswegen sollen wir ja auch den See kloren. Richtig, Hermann. Und genau das werden wir jetzt auch tun. Frau Klein, guten Tag. Hermann! Chlor! Die ganze Fische und Pflanzen werden sterben. Wir müssen sie aufhalten. Oh, wir müssen sie aufhalten. Wir müssen sofort los. Oh. Guckt euch diesen Tümpel an hier. Ich sag euch, das wird hier bald wieder funkeln wie am Mittelmeer. Ja, und duften wie im Schwimmbad. Oh, ja, hier drüben. Mach rein, die ganze Flasche. Du sollst die Flasche reinmachen, Hermann. Hermann! Aber man muss doch auf Toilette, oder was? Wo läufst du denn mit der? Das ist ein Grund zum Kündigen, Hermann, weißt du das? Das ist doch ein Kündigungsgrund. Hermann! Sie doch mal rüber. Ja, hier, einfach ins Wasser. Da bist du ja endlich. Oh, komm in meine Arme. Oh, mein Märchen. Schön. Deine Haare sind so schön. Und deine Schuppen. Ja. Die glänzen so schön. Du bist ja ein Fisch. Ist das denn schlimm? Halt! Die wollen den See vergiften. Ich muss sie aufhalten. Nein. Bin gleich wieder da. Rette mich, mein Herr. Ich muss sie aufhalten. Halt! Hermann, halt die Klappe und komm weg von dem Fisch da. Los, es gibt Befehle. Ekelhaft. Sag mal, Hermann, wie siehst du denn aus? Bis jetzt habe ich immer alles gemacht, was ihr gesagt habt. Hermann? Immer. Doch was zu viel ist, das ist zu viel. Doch reiß dir mal zusammen. Ach, Flasche her. Rüber. Gib mir die Flasche. Hermann, das wird Konsequenzen haben. Sofort die Flasche her! Komm. Das bin ich doch. Gib die Flasche her! Frau Klein! Riese! Schau mal einer an, das große unbekannte Objekt aus dem Wald. Ich habe Ihnen schon mal gesagt, Sie sollen ja nicht so verschmutzt und verdreckt rumlaufen. Geben Sie doch sofort wieder her! Das sagen Sie, Sie Sumpfkröte? Bitte, Frau Klein. Schauen Sie sich selbst mal an. Frau Klein, hat das Konsequenzen auf? Jürgen für Zentrale. Wiederhole. Jürgen für Zentrale. Ja? Wo bleiben Sie denn? Sind Sie immer noch im Waldschwimmbad? Das kann doch nicht so lange dauern. Wie bitte? Waldschwimmbad? Guten Morgen. Sie sollten das Schwimmbad kloren. Nein, befinde mich im See. Wie bitte? Ja, hier im Wald. Mensch, Jürgen, Sie bringen alle durcheinander. Und Sie wollen vom Ordnungsamt, seien Sie Wasserpfeife? Klaus, Hermann, Befehl zum Baden. Oh Gott, wie gewissen das hier? Ach, je. Oh Mann, ist das kalt? Eigentlich ganz schön. In Uniform? In Uniform. Was machst du denn hier? Komm her, Mann, wir gehen baden. Wie, wir gehen baden? Ah! Ah! Jetzt
ist passiert. Aber jetzt macht es auch nichts mehr. Vielen Dank. Aber geh auch mal schwimmen. Oh! Oh! Oh, ist das krass! Mensch, schau klein! Spritze doch nicht so rum! Oh. Oh. Wieso ohne mich? Na, warte! Oh. Ah. Mensch, Jürgen, mach schon mal locker hier. Lass mal mit. Pass auf, Klaus, sie ist auch toll, ja? Komm mal mit, Jürgen! Komm mit! Komm mal! Und weil alle von der Verfolgungsjagd richtig hungrig waren, hatte ich eine Idee. So. Und jetzt lade ich euch alle zu mir nach Hause zum Picknick ein. Oh. Hurra! Es wurde ein sehr schönes und langes Picknick. Alle waren da. Sogar die Eule schaute noch vorbei, obwohl sie eigentlich viel zu müde war. Es war ja noch nicht mal dunkel. Alle waren zufrieden. Gemeinsam hatten wir den See gerettet. Und nach dem dritten Brennnesseltee hatten die Ordnungsbeamten ihre Pflicht schon fast vergessen. Sie saßen vergnügt mit am Tisch und keiner dachte mehr an Größenbegrenzungen, Baugenehmigungen oder Nachtruhe.